was das denn für eine Krise ist. Und vor allem, weil ich der Meinung bin, dass wir in dieser ganzen Debatte zum Teil sehr verkürzte Argumente hören und das auch zum Teil sehr politisch geführt wird. Und ich würde es schön finden, wenn wir einfach heute Abend hier zu einem Austausch über diese Themen kommen und auch vielleicht an einigen Stellen zu einem besseren Verständnis. Wir dürfen gerne auch zwischendurch, ich werde ein paar Dinge jetzt präsentieren, die natürlich sehr zusammengefasst sind zu all dem, was hier an Themen ansteht. Wir dürfen gerne auch zwischendurch fragen, wenn das notwendig erscheint. Also das ist jetzt keine Forschungsarbeit, die ich hier vorstelle, auch nicht ein wirtschaftspolitisches Beratungsprojekt, sondern einfach ein paar Thesen, die ich in diesem Zusammenhang wichtig finde, ein paar Überlegungen. Also zunächst mal dazu, das haben wir so abgesprochen, dass ich ein bisschen was auch dazu sagen, was ist das eigentlich für eine Krise, wann hat sie angefangen, und dann, das hilft glaube ich auch bei der Frage, was können wir denn tun, um aus dieser Krise herauszukommen. Und ich habe das mal in vier große Bereiche eingeteilt, um auch sich ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie ist eigentlich die Zeit gewesen vor 2007. 2007 ging es nämlich eigentlich los mit der Krise, da haben wir es nicht so sehr gespürt, noch nicht, weil das eigentlich eine Krise war, die sich erstmal auf den Finanzmärkten entwickelt hat. Und das Interessante ist, dass wir als Ökonomen und auch in der Öffentlichkeit vorher eigentlich eine sehr ruhige Phase hatten. Also das ist im Amerikanischen, im Englischen ist das mit Great Moderation, also die große Ruhephase sozusagen, bezeichnet worden. Also ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Also wir hatten sehr, sehr geringe Schwankungen auf den Märkten. Wir hatten eine Niedrigzinspolitik. Und das, worüber man damals ja auch schon häufig gesprochen hat, ist, dass eben sich so eine Blase auch auf den Finanzmärkten aufgebaut hat. Darauf komme ich gleich nochmal. Das ist einmal die Blase auch auf den amerikanischen Häusermärkten, die dann in dieser zweiten Phase der Bankenkrise ja auch geplatzt ist. Es ist aber auch in gewisser Weise eine Blase gewesen auf den europäischen Finanzmärkten. Also es ist zu viel Kapital geflossen in die Länder, die jetzt eben in der Krisensituation sind. Das ist im Prinzip alles so diese Phase gewesen, in der das, was wir jetzt an Schwierigkeiten haben, schon angelegt war. Ich habe schon gesagt, wir assoziieren immer diese Finanzkrise mit der Pleite der Lehman Bank im September 2008, aber es fing im Grunde genommen schon in dem Jahr davor an, und zwar in einem Marktsegment, über das wir normalerweise überhaupt nicht nachdenken. Es sind einige Studenten von mir hier im Raum, und denen erzähle ich normalerweise in den Vorlesungen, ja, es gibt sowas wie den Interbankenmarkt, da leihen die Banken sich gegenseitig Geld. Aber das war eigentlich vor der Krise ein Markt, über den man nicht gesprochen hat, weil der eigentlich reibungslos lief, da passierte sonst nichts Spannendes. Und gerade das ist aber der Markt, der uns Schwierigkeiten macht seit August 2007, weil das Vertrauen zwischen den Banken zusammengebrochen ist und eigentlich auch heute noch, diese Problematik ist auch heute noch nicht gelöst. Wir haben immer noch sozusagen den Stillstand von Zahlungen zwischen den Banken, weil man eben nicht genau weiß, wie die Banken, die Gegenpartei, mit der man Geschäft machen würde, wie die aufgestellt ist, wie gut die kapitalisiert ist. Und das ist ein Grund dafür, wir werden vielleicht auch gleich noch auf dieses Thema kommen, warum die Europäische Zentralbank so stark in den Märkten interveniert. Also Sie sehen, man muss im Grunde genommen, wenn man diese Krise verstehen will, muss man diese ganze Chronologie mit berücksichtigen. Gut, dann kam das, worüber wir alle viel gehört haben in den Medien, dann kam also der Zusammenbruch der Lehman Bank in den USA mit so großen Ansteckungseffekten, starken Interventionen der Regierung, also Verstaatlichungen von Banken, Garantien, die ausgesprochen worden sind. Also das sind alles sehr massive Eingriffe gewesen in das normale Funktionieren der Märkte oder umgekehrt. Das sind Eingriffe gewesen, die man gemacht hat, damit die Märkte wieder einigermaßen funktionieren können. Sonst wäre das eben vermutlich noch schlimmer gekommen. Ja, dann hatte sich das Ganze so ein bisschen beruhigt. 2009, gerade in Deutschland, war ja ein sehr gutes Jahr, also im Sinne von Krisenüberwindung. Und dann kam eben diese Krise, die uns heute noch beschäftigt, die, wie ich finde, immer fälschlicherweise mit der Euro-Krise bezeichnet wird. Der Euro selber, also der Kurs des Euros, ist eigentlich nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass wir Staatsfinanzen haben, die so nicht nachhaltig sind in den europäischen Ländern. Das wiederum steht im sehr engen Wechselspiel mit der Lage der Banken. Ich hatte eben kurz darüber gesprochen. Also ich glaube, um das zu verstehen, muss man diese Rückkopplung zwischen den
den Banken und den Staatshaushalten verstehen. Es ist also weniger eine Frage jetzt des Wechselkurses und wertet der Euro ab oder wertet der Euro auf. Darum geht es weniger. Ja, und das Ganze führt dazu, dass wir regelmäßig dann aber doch Berichte darüber hören, wie jetzt der Euro wieder gerettet worden ist an einem Wochenende. Und ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass wir sehr massiv die europäischen Institutionen im Moment umbauen. Wir machen also neue Regeln, die EZB ist gewisserweise und die Europäische Zentralbank ist eine neue Rolle gedrängt worden. Und ich glaube, dass darüber müssen wir heute noch sprechen, inwieweit wir diesen institutionellen Umbau, inwieweit der in die richtige Richtung geht oder auch möglicherweise wieder Fehlanreize schafft. Ja, ganz kurz schon mal vorneweg meine drei Thesen, über die ich sprechen möchte. Und dann müssen wir gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. Sie können sich dann nicht auf diese Präsentation so noch nicht gehalten. Also wenn ich vielleicht ein bisschen zu lang werde, dann kann ich auch kürzen, dann können wir auf die Einzelaspekte noch eingehen. Also zunächst mal, ich glaube, dass es insgesamt ein Grund dafür ist, dass wir jetzt diese Probleme sehen in den einzelnen Ländern in Europa, dass es unzureichende Anreize für strukturelle Reformen gegeben hat. Also ich glaube, das, worüber wir häufig reden, was passiert jetzt genau, wie werden die griechischen Schulden umgeschuldet, was gibt es für einen Schuldenschnitt und so, das ist im Grunde genommen das, was wir jetzt als Ergebnis von fehlenden Strukturreformen haben. Das Problem ist gewesen, dass eben die Länder, über die wir jetzt sprechen, eine unzureichende Wettbewerbsfähigkeit haben. Ich werde gleich noch sagen, was ich damit meine. Also ich glaube, wir müssen am Ende des Tages wirklich über diese Strukturprobleme nachdenken und der Rest ist auch wichtig, aber wenn wir längerfristig über die Eurozone nachdenken, dann müssen wir über die Strukturen sprechen. Ja, dieses ganze Thema Finanzstabilität ist eben angesprochen worden. Es gibt ja jetzt auch ein neues Gremium, diesen Europäischen Rat für Systemrisiken. Dieses ganze Thema Finanzstabilität ist, glaube ich, zu wenig berücksichtigt worden in diesen ganzen europäischen Institutionen. Und der letzte Punkt, die Nobel-Auflage, man gewöhnt sich so an die Fachterminologie. Also das heißt, da geht es einfach darum, dass wir eigentlich vor der Krise gesagt haben, jeder muss für seine Schulden selbst einstehen, also eine Nicht-Beistandsklausel. Und da haben wir halt gesehen, dass das nicht glaubwürdig gewesen ist. Also im Nachhinein haben wir ja doch eben treten wir im Moment für die Schulden anderer ein und dann gehen ja die Überlegungen der Politik dann dahin, wie können wir das, wie können wir diese Anreize, wie können wir die ändern und anpassen. Ja, lassen Sie mich auf diesen ersten Punkt kommen, diese strukturellen Reformen. Was ganz interessant ist, ich gehe schon mal vielleicht eine Folie weiter, dann kann ich Ihnen das im Grunde genommen an den Grafiken besser zeigen. Das ist ein Bild, was angibt, wie die Länder in der Eurozone sieht, wie unterschiedlich die Einkommen sind, also die Pro-Kopf-Einkommen. Und was Sie sehen, ist, Sie sehen relativ wenig. Es gibt relativ wenig Änderung über die Zeit. Das heißt, die Länder, die in der Eurozone mit einer Währung gemeinsam leben, haben relativ ähnliche Abstände zwischen den Pro-Kopf-Einkommen, also der Abstand zwischen Griechenland und Deutschland oder den anderen Ländern, die in der Eurozone sind. Diese Abstände sind relativ gleich geblieben über die Zeit. Also es hat in dem Sinne keine Konvergenz der realen Einkommen gegeben. Das ist hier die blaue Linie, die da abgetragen ist. Darüber ist die entsprechende Linie für die amerikanischen Bundesstaaten. Also die Frage, wie stark sind die Unterschiede in den Pro-Kopf-Einkommen zwischen New York State und was auch immer, Idaho. Und Sie sehen, auch da hat es keine große Änderung über die Zeit gegeben und es ist sogar so, dass die Einkommen in der Eurozone ähnlicher sind, also die sind näher zusammen. Und dieses Bild soll eigentlich zeigen, dass das amerikanische Währungssystem, der Dollarraum, funktioniert ja auch. Also diese einfache Grafik soll zeigen, man muss nicht unbedingt gleiche Pro-Kopf-Einkommen haben, die müssen sich auch nicht ändern über die Zeit. So eine Währungsunion kann durchaus funktionieren, wenn Länder unterschiedliche Pro-Kopf-Einkommen haben. Ich glaube, das ist das, was man sich immer, wir hören ja häufig, das kann alles nicht funktionieren, weil die Griechen oder die Portugiesen oder die Spanier weniger produktiv sind als wir. Das ist eigentlich gar nicht so sehr das Thema. Also Heterogenität, Unterschiedlichkeit kann man durchaus ertragen in einer Währungsunion.
sagen sie, naja, Sachverbuch, das funktioniert alles, aber wir sehen doch gerade, es funktioniert doch eigentlich nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass man natürlich, wenn man in einer Währungsunion zusammenlebt, auch eine Wirtschaftspolitik machen muss, die oder eine Produktivitätsentwicklung haben muss, die passt, die mit den Bedingungen dieser Währungsunion zusammenpasst. Und was Sie hier sehen, ist die Entwicklung der Preise in der Währungsunion. Das ist einmal die schwarze durchgezogene Linie, das ist Deutschland, also sozusagen die Inflationsrate in Deutschland. Die ganzen bunten Linien darüber, das sind die anderen Länder, die im Moment in einer Krisensituation sind. Und was Sie sehen, ist, dass eigentlich seit Einführung des Euro die Inflationsraten in diesen anderen Ländern höher gewesen sind. Und dann kann man sagen, na gut, die können halt höhere Preise nehmen, wenn sie eben produktiver sind als Deutschland, wenn die Produkte sind, die diese Unternehmen anbieten, wenn die besser sind. Das aber ist nicht so gewesen. Also diese höhere Preisentwicklung, diese größere Inflation reflektiert eben nicht, dass diese Länder produktiver gewesen sind. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, ja, man kann in einer Währungsunion zusammenleben, wenn die Einkommen unterschiedlich sind, aber man muss eben auch eine Preisentwicklung haben, die damit kompatibel ist. Und das ist eben eine Preisentwicklung, die ist zu stark. Deswegen habe ich eben gesagt, wir haben auch schon vor der Krise sowas wie eine Blasenentwicklung gesehen, jetzt hier nicht auf den amerikanischen Immobilienmärkten, aber in gewisser Weise in bestimmten Preisen dieser Krisenländer. In Spanien zum Beispiel sind es die Immobilienpreise auch gewesen, die eben zu stark aus dem Ruder gelaufen sind. In Griechenland in weiten Bereichen der Wirtschaft die Löhne gewesen. Sie sehen, das hat sich dann am aktuellen Rand in der Krise, hat sich das wieder ein bisschen angepasst. Insbesondere Irland sehen Sie da, das ist diese grüne Linie, die Iren haben, also eine sehr starke Abwertung, also in dem Sinne interne Abwertung gemacht. Die Preise sind sehr stark gesunken, aber in anderen Ländern ist diese Anpassung noch nicht so stark erfolgt. Also die Strukturanpassung, die, und hier liegt, das ist jetzt nur ein Bild über Preisentwicklung, aber da liegen ganz wichtige wirtschaftspolitische Themen hinter, Arbeitsmarktpolitik, wie funktioniert Lohnsetzung auf den Märkten und so, das sind alles Dinge, die sich hierin reflektieren. Naja, und das hat eben, also dieses Auseinanderlaufen der Preisentwicklung, das hat eben auch mit dazu geführt, dass sich die Leistungsbilanzen, also das, was ich mit dem Rest der Welt austausche, wie viel Handel ich treibe, dass sich diese Leistungsbilanzen so stark auseinanderentwickelt haben. Also Sie sehen hier der schwarze Balken, das ist Deutschland. Deutschland hat also mehr exportiert als importiert und in den Krisenländern ist diese Entwicklung genau in die andere Richtung gelaufen. Und das ist jetzt wieder für meine Studenten hier im Raum, die werden das also spätestens bis zur Klausur müssen das wissen. Aber das Spiegelbild zu dieser Entwicklung ist eben, dass diese Länder Kapital importiert haben. Also die haben die Netto-Warenexporte sind negativ gewesen in Griechenland und entsprechend ist Kapital importiert worden. Und dieser Kapitalfluss in diese Länder, der ist zu einem plötzlichen Stopp gekommen in der Krise und jetzt werden halt diese schweren Anpassungen nötig. Ja, das ist also sozusagen die Beschreibung dessen, was ist eigentlich passiert. Nochmal, man muss nicht unbedingt die gleichen Einkommen haben, aber wenn man nicht die gleichen Einkommen hat, dann darf man eben keine Preisentwicklung, und das ist nur ein Beispiel für andere Fehlentwicklungen, darf man eben keine Preisentwicklung haben, die nicht mit dem Wechselkurs oder mit der Währungsunion kompatibel sind. Lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, da werden wir vielleicht auch gleich noch drauf kommen zum Thema Finanzstabilität. Was passiert da eigentlich im Moment? Oder warum, das sind jetzt ja alles Dinge gewesen, die wir zwar ab und zu mal hören, aber nicht so im Kern, über die wir nicht so im Kern sprechen. Das, was im Moment passiert, ist eben, dass wir eine sehr starke Wechselwirkung haben zwischen den Staatsfinanzen und der Situation der Banken. Das, was im Moment passiert, ist, dass wir wirklich die Finanzmärkte sich in so einer Negativspirale befinden und die Politik im Grunde genommen versucht, diese Negativspirale zu stoppen. Und das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Also im Moment haben wir sogar die Situation, dass die Banken in vielen Teil des Währungsgebietes versuchen, einfach ihre Aktivitäten zu reduzieren. Also wenn wir denken, der Finanzsektor ist zu groß gewesen vor der Krise, im Moment passiert genau dieser Rückgang, dieser Abbau von Risikopositionen bei den Banken. Gleichzeitig hat das aber auch wieder negative Rückwirkungen auf die Realwirtschaft. Nicht in Deutschland, in Deutschland können die Unternehmen sich ganz gut finanzieren über die Banken.
in anderen Ländern schon. Also in den Krisenländern gerade ist es im Moment schwierig für die Unternehmen, sich bei den Banken Geld zu beschaffen. Die Schwierigkeit ist jetzt, wie kriegt man das Ganze stabilisiert, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir längerfristig den Bankensektor auf eine ganz andere Ausstattung mit Eigenkapital bringen müssen. Im Moment haben wir zu wenig Eigenkapital und eigentlich müssten wir sie ein bisschen laxer handhaben oder sagen, okay, dann versuchen wir erstmal die Banken durch die Krise zu bringen, also keine höheren Anforderungen an die Banken zu stellen. Langfristig wollen wir aber eine bessere Ausstattung mit Eigenkapital. Auch das ist ein Punkt, ich denke, den sprechen wir gleich nochmal in der Diskussion an. Deswegen würde ich hier jetzt etwas schneller darüber hinweggehen. Lassen Sie mich zu den Punkten kommen. Wie bauen wir denn jetzt längerfristig oder wie sollte eine institutionelle Neuregelung in Europa aussehen? Also ich habe es eben schon mal gesagt, wir brauchen, es wird ja häufig dieser Begriff der Transferunion benutzt in der öffentlichen Debatte. So als müsse man, um jetzt eine Währungsunion zu haben, die funktioniert, als müsse man Transfer leisten. Einfach gesprochen, die Reichen zu den Armen, also müssen halt den Griechen was abgeben. Das muss nicht unbedingt sein. Also wir haben uns das sehr genau angesehen, haben auch verglichen Europa mit den Vereinigten Staaten von Amerika, also einer seit Jahren und Jahrzehnten funktionierenden Währungsunion. Es ist nicht unbedingt so, dass eine Währungsunion nur dann funktioniert, wenn wir auch wirklich große Transfers haben. Also im Grunde ist das eher eine politische Entscheidung, ob man das möchte. Die kann man natürlich fällen, diese Entscheidung, dass man die Unterschiede in den Einkommen ausgleichen will. Aber dann, finde ich, muss man auch die Frage stellen, Polen ist auch Mitglied der Europäischen Union, warum wollen wir da nicht Transfers nach Polen leisten, wenn das politische Ziel ist. Ich glaube, im Moment ganz akut, jetzt bin ich wieder ein bisschen beim Krisenmanagement, sind wir in der Situation, wir haben eben gesehen, also die Länder haben sich zu stark im Ausland verschuldet, einige davon sind überschuldet, wie viel wissen wir nicht genau, wird im Moment versucht auszuhandeln. Und die Frage ist, wenn man überschuldet ist, muss man ja irgendwie einen Mechanismus finden, wer trägt diese Überschuldung, wer trägt diese Kosten, die da entstanden sind. Und das ist im Moment die große politische Debatte, die in meinen Augen letztlich läuft. Also ist das der deutsche Steuerzahler, der zahlen soll? Sind das die Gläubiger, die sich eben beteiligen sollen an dem Abbau dieser Überschuldung? Ist es die Europäische Zentralbank, also über diese ganzen Altschulden, sage ich mal, die Bilanz der Europäischen Zentralbank schieben? Kann das eine politisch leichte Lösung sein, ist aber auch in meinen Augen eine stabilitätspolitisch sehr gefährliche Lösung. Also die würde ich auf keinen Fall propagieren, aber es ist, glaube ich, wichtig, sich auf diese Option darüber mit nachzudenken, um zu verstehen, wie im Moment die Mechanismen funktionieren. Warum sind wir überhaupt dahin gekommen, dass wir irgendwo darüber nachdenken müssen, wie werden diese Altlasten jetzt verteilt? Naja, eben weil wir keinen richtigen Krisenmechanismus hatten. Darüber hatte niemand nachgedacht. Alle hatten gehofft, ja, wenn wir immer sagen, wir retten die anderen nicht, dann wird das schon funktionieren, aber es hat eben dann doch nicht funktioniert und deswegen, das ist in meinen Augen der wichtige Punkt, warum wir diesen ESM, also wie heißt das auf Deutsch, den Europäischen Stabilisierungsmechanismus brauchen, über den ja jetzt entschieden worden ist. Ich glaube, eigentlich den braucht man nur wirklich in so einer Krisensituation, wie sie jetzt eingetreten ist, sozusagen als letztendliche Versicherung, dass wenn ein Land in Schwierigkeiten gerät, man dann eben Liquiditätshilfe geben kann. Die Schwierigkeit, und jetzt bin ich bei der letzten Folie, die Schwierigkeit, die ich im Moment damit sehe, ist, dass ich nie sicher bin, ob die Restriktionen, die die Politik versucht hat, mit diesem ESM-Vertrag zu verbinden, also man sagt ja, naja, es gibt einen ganz engen Konnex zwischen fiskalischen Stabilitätsregeln und der Möglichkeit, über den ESM Liquiditätshilfe zu bekommen. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir das wirklich politisch festgezurrt kriegen, ob wir mit den Regeln, die wir versuchen, dem Ganzen zu geben, wirklich dann auch wieder glaubwürdig sind. Weil wir haben ja gerade gelernt, dass Regeln auch mal nicht funktionieren können oder eben nicht glaubwürdig sind. Also deswegen vielleicht das als Fazit. Ich würde mir wünschen, dass wir letztlich, ich habe nochmal, jetzt komme ich zum Anfang zurück, wir brauchen Anreize, wirklich strukturelle Reformen zu unternehmen in den einzelnen Ländern. Und ich glaube, dafür brauchen wir Marktsignale, dafür brauchen wir Zinssignale, die den Regierungen sagen, so kann es funktionieren oder so kann es nicht funktionieren. Das muss kombiniert sein mit guten Institutionen, das ist klar. Aber ich glaube, wir brauchen beides und wir müssen aufpassen, dass wir eben diese Marktsignale, diese Zinssignale nicht ausschalten. Das habe ich überzogen, aber ich hoffe, dass es dennoch im Rahmen war.